Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zum besten Adventskalender hier auf YouTube. 20. Türchen, da ist drin Knollen, Fenchel, Fino. Phoeniculum vulgare Varietät Azoricum. Okay, Magic Garden Seeds, das müsst ihr mir jetzt einmal erklären. Im 11. Türchen war auch schon ein Fenchel drin, der Gewürzfenchel. Phoeniculum vulgare. Und jetzt ist nochmal so ein Knollenfenchel drin, Varietät Azoricum. Ja. Die Kultur ist im Prinzip einfach. Ihr sät den Knollenfenchel im April-Mai aus, bei einer normalen Zimmertemperatur. Im Mai geht es dann raus, voll sonniger Standort, mittlerer Wasser- und Düngebedarf. Und damit die Knollenfächel auch so ein bisschen Knollen bilden, könnt ihr ein bisschen anhäufeln. Also ihr schafft so ein bisschen Erde um die Pflanze herum an und dann gießt ihr ein bisschen mehr und das führt dann auch zu dieser Induktion von der Knolle. Und jetzt müsst ihr das mir nochmal erklären, Magic Garden Seeds. Vielleicht seht ihr das Video, warum sind da zwei Fenchel drin? Im Prinzip, ich empfinde das so, dass das eigentlich dieselben Pflanzenarten sind. Die unterscheiden sich halt in der Varietät. Beide, finde ich, sind ja als Knollenfenchel auch kultivierbar mit verschiedenen Aussaatterminen. Wenn man jetzt später aussät, dann kommt es eher zur Knollenbildung, weil die Pflanze ja überdauern möchte. Wenn man früh aussät, bleiben die Dinger relativ schön grautig. Erklärt es mir, Magic Garden Seeds. Es gibt auch Schädlinge bei den Fenchel, Schnecken. Da könnt ihr ein bisschen mit Schneckenkuren dagegen arbeiten oder sie auch so ein bisschen absammeln. Dann sind die Wühlmäuse auch Schädlinge gegen die Fenchel. Da müsst ihr sie halt ein bisschen vergrämen. Und dann sind es vor allem auch Blattläuse. Und da empfehle ich euch wieder eine Spritze mit Kaliseife oder Neem. Und jetzt könnt ihr natürlich auch noch das 11. Türchen anschauen über den Gewürzfenchel. Das ist hier in der Infocard verlinkt. Ansonsten war es schon vom Video. Ich weiß nicht, was ich mehr über Fenchel sagen soll. Wir sehen uns beim morgigen Video. Haut's bis dahin rein. Tschüss!